Wäre das Unwort des Jahres ein Preis, könnte man sagen, es geht an die USA. Hätte es einen Preis, wäre es diesmal billig zu haben. Das Unwort des Jahres ist alternative Fakten. Gekürt hat es wie immer eine unabhängige sprachkritische Initiative mit dem Anspruch, den Blick auf Formulierungen zu lenken, die gegen sachliche Angemessenheit oder Humanität verstoßen, gegen Prinzipien der Menschenwürde oder der Demokratie, der verschleiernd oder gar irreführend sind, sowie Volksverräter oder Gutmensch oder Lügenpresse aus den vergangenen Jahren. Diesmal sind es erstens zwei Wörter und zweitens ist es eine Formulierung, die Kellyanne Conways über die Lippen kam, als ihre Funktion als Beraterin von US-Präsident Donald Trump. Darin ist im Januar 2017 um Publikumszahlen bei Trumps Amtseinführung, die als Unwahrheit entlarvten Jubelzahlen, nannte sie alternativ Facts. Das löste hierzulande Heiterkeit aus, weil man zu diesem Zeitpunkt noch über Trump lachen konnte.